willkommen zu Folge 15 bei FIFA 19 mit mir, dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming. Nach unserem letzten 1:1 haben wir beschlossen, jetzt mal wieder zum Training zu gehen, so wie die letzten Male auch. Und wir wählen uns etwas Schönes aus, und zwar Angriffsszenarios, und zwar im Expertenmodus. Da wir ja so gut sind, können wir das auch mal machen. So, jetzt haben wir als empfohlen, haben wir hier noch Eimer Rennduell, das hat man ja schon mal gemacht. Hindernisparcours, das bringt uns nicht sonderlich weiter. Aber Dribbel mit Präzision, das können wir mal machen. Dann als Abwehrverhalten. Verteidiger das Minitor, nee, Abwehrszenarios, Rookie. Abwehrszenarios, Mittel machen wir, genau. Jetzt eine andere Übung noch. Passen. Eimerlupfer. Ja, Eimerlupfer auf leicht natürlich. Und zum Schluss bestimmt noch ein Standard. Genau. Die anderen, die gehen noch nicht. Deswegen machen wir ganz normal unsere Freistöße und beginnen mit dem Training. Angriffsszenarios, Experte. Mal sehen, wie wir uns da so schlagen. Los geht's. Natürlich mit dem Pass, einem Schuss und vorbei. Keine Punkte. Guter Pass. Und gut gemacht. Sehr gut gespielt. Der direkte Schuss ging daneben. Leider Gottes. Wieder ein Schussversuch. Nichts war's. Jetzt wissen wir, warum da Experte steht. Und das Tor ist gefallen. Gut gesehen. Ja, ist ja ganz schön was los bei dem Angriffsszenario. Und der Ball geht ins Aus. Schuss direkt auch daneben. So knapp steht da. Ganz nett. Hätte vielleicht ein normaler Pass jetzt gereicht. Ball ist noch heiß. Aus dem Winkel ins Tor. Eine B-Wertung. Wir können es nochmal probieren, denn hier lässt sich eigentlich eine gute A-Wertung erreichen. Normalerweise. Aber nicht so. Was ist denn jetzt los? Es läuft ja gar nichts mehr. 65 Punkte, ne? Da können wir uns nicht viel kaufen davon. Aus der Drehung, ein Schuss und direkt rein. Super gemacht. Ja, manchmal sind Fernschüsse einfach die beliebteren Schüsse. So wie der, der geht genau rein. Gut gesehen. Oh, schade. Gut gesehen, aber drüber. Schade, wieder eine B-Wertung. Deswegen, schnell nochmal. Das fing ja schon kurios an. Direkter Schuss. Torwart hält. Ball ist noch scharf. Ne, zählt nicht mehr. Oh, direkter Fehlpass, na toll. Direkter Schuss, Torwart hält wieder. Uiuiui, hier ist was los. Gut gesehen, guter Schuss. Aber leider wieder daneben. Oh ey, nicht abdrängen. Oh, was war denn das für ein Pass? Das war nicht so gut. Nein, so wird das nichts. Auch so wäre das nichts. Das war ein verzweifelter Versuch. Deswegen eine D-Leistung. Nee. Letzter Versuch. Der ist drin. Super Tor. Guter Pass. Aber der Ball wurde geklaut. Ein hoher Pass. Ein Kopfball. Aber daneben. Schade, schade. Direkt geschossen. Ging alles da hinten nach hinten los. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ah, super gespielt. Direkter Schuss. Hier nochmal direkt. Aber na gut, der ging drüber. Weg ist der Ball. Zwei Versuche haben wir noch. Oh, super gesehen. Nochmal gut gesehen. Gut gemacht. Sehr gut. Letzte Chance. Ein hoher Ball. Leider zu hoch. Aber trotzdem, mit der B-Wertung müssen wir jetzt leben.
Wir machen weiter. Dribbling mit Präzision. Mal sehen, ob wir das können. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. So, höchste Konzentration hier auf dem Platz. So, können wir hier wieder rum. Das nenne ich mal wirklich Präzisionsdribbling. Wir haben unsere A-Wertung schon. Deswegen egal, was jetzt passiert. Selbe Spielchen hier wieder. Und damit haben wir es geschafft. Mit Anhieb. Präzisionstripling ist für uns gut. Abwehrszenarios. Jetzt sind wir im Gegenzug zu vorhin die Abwehr. In der Hoffnung, gut zu verteidigen. Der Ball geht an den Pfosten. Wir verlieren 1000 Punkte. Toll. Von 0 1000 zu verlieren ist schön. Uiuiui. Da haben sie wahrscheinlich die stärksten Abwehrspieler genommen, die sie gefunden haben oder so. So. Da macht eine Finte hier. Gewusst wie. So. Unsere ersten Punkte. Tja, der war gut. Gut gemacht. Da kann man nichts anderes sagen. Wir haben den Ball sicher abgenommen. Das trägst du hier noch rum, stundenlang. So. Was? Hat als faul gewertet. Na toll. Was macht denn der jetzt? Trägst du hier stundenlang rum? Wir haben trotzdem die Punkte bekommen und wieder. Letzter Versuch. Zack. Und eine B-Wertung. Das ist in Ordnung. Das lassen wir so gelten. Jetzt haben wir Eimerstopfer. Gucken, ob wir das können. Genau, reingepennert. Sehr gut. Ball in die Mitte holen. Und wieder. Daneben. Toll. Und wieder daneben. Sag mal. Das hat gesessen. Oh, das waren Minuspunkte. Ups. Oh, der war zu weit vorne. Oh, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ein Versuch noch. Oh, an den Pfosten. Mehr oder weniger. Ein C-Rang ist in Ordnung. Wir wollen es ja nicht die ganze Zeit nur mit Training aufhalten. Deswegen machen wir einfach mit unseren Freistößen weiter. Wo wir letztes Mal ja ziemlich gut waren. Ich hoffe, das ist diesmal wieder so. Zumindest erstmal aufs leere Tor. Hat es funktioniert. Oh, knapp vorbei. Ist auch daneben. So. Der ist drinne. Aber leider kein Ding. Kein Schild zerklopft. Der ist einfach so drin. Das ist sowieso schwieriger, finde ich. Wieder genau ins Paradies. Und wieder mal kein Schild zertippert. Aber egal. Hauptsache die Bälle fliegen erstmal ins Tor. Dann machen wir alles richtig. So. Gibt bestimmt ja noch einen kleinen Trick. Den weiß ich allerdings noch nicht. Jetzt haben wir die Latte getroffen. Das ist ja schön. Bringt auch Punkte. Zu hoch dachte ich erst, aber nein. Der ging doch rein. Jawohl, sehr gut. Und der letzte Schuss. Geht rein. Es ist keine A-Leistung, aber eine B-Leistung. Ist okay. Deswegen gucken wir uns einfach mal glatt die Ergebnisse an. Einige Dinge wieder gesteigert. Sehr schön, sehr schön. Und wo sind wir jetzt unten? Bei 69. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes auf uns zukommt. Achso, hier haben wir ja, im Grunde können wir hier nichts machen. Denn das ist natürlich Sache des Trainers. Was hat
hatten wir ja schon mal. Aber jetzt zur Halbzeit machen die das gerne nochmal. Das kann man, glaube ich, auch, wie gesagt, nicht überspringen. Aber gut. Klicken wir uns einfach mal schnell durch. Noch 4 Stunden. Noch 3 Stunden. Denken wir mal, zählt den Countdown runter bis Silvester. Noch 2 Stunden. Und die letzte Stunde. Letzte Frist für Transfer abgelaufen. Ja, das konnte ich gerade erkennen. So. Aber ich glaube, da können wir ja eh nichts machen. Wir sind ja bloß Spieler und sind kein Trainer. Unser nächstes Spiel gegen Hannover. Gegen die dürfen wir mitspielen. Das ist ja schön. Also geht's ab gegen Hannover mit uns. Genau, wir sind wieder blau. Gegen Rot. Und hoffen, dass wir jetzt ein gutes Spiel an den Tag legen, um uns auch gegen stärkere Vereine zu beweisen. Sind das jetzt hier wieder? Achso, ja. Nee, das wird so nichts. Das müssen wir irgendwann mal üben. Jetzt erstmal gegen Hannover. Wir von rechts nach links in blau-gelb. Und Hannover, wie eben gesagt, in rot. Los geht's. Versuchen hier zu tricksen, wie die Weltmeister. Bis jetzt klappt's auch. Muss doch mal dazu sagen. Und ein Schuss und es 1:0. Das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn noch so ein Tor schießen? Gut aufgelegt. Nee, jetzt. Und einfach direkt abgezogen. Schön gemacht. Es fängt an, wie im letzten Mal, das Düsseldorf-Spiel. Da lagen wir auch plötzlich 1:0 hinten. Und am Ende kam immerhin noch ein 1:1 raus. Gut durchgemehrt, aber nichts hat funktioniert. So. Spielaufbau. Der war super gesehen. Auch gut geschossen. Aber der Torwart hat gehalten. Auch Timo Werner kann nicht immer treffen. Ecke. Schieß! Ein Wahnsinnsschuss. Aber auch eine Wahnsinnstat vom Torwart. Muss man wirklich mal so sagen. Selbe Spielchen nochmal. Ein Pass, der nächste schießt. Oh, jei. Ecke. Wir müssen mal eine andere Ecke probieren. Sonst sieht das nachher immer noch so aus hier. So. Gut geholt. Ein Kopfball. Nichts. Es ist nichts passiert. Es geht weiter. Und Hannover ist im Angriff. Wir können irgendwie gerade nicht zu verteidigen. Und Hannover macht hier mit uns, was sie wollen. Brutal. So, wieder Spielaufbau. So. Oh, und den Ball verloren. Das gehört nicht zum Spielaufbau. Wir kriegen den Ball. Ja, verstolpern den natürlich. Sehr schön. Und ein Wurf für uns. Ecke, Franke, Freistoß, Tor! Das Tor waren wir 1:1. Jetzt haben wir uns wieder für einen Trainer angeboten. Da freut sich bestimmt auch ein Loch in den Allerwertesten. Also ein zweites. Und wir führen. Wir führen 1:1, genau. So ein Trottel. Kopfball, Tor. Super. 1:1, unentschieden. Fängt gut an. Uiuiui. Schubsen ist ganz schön, ja. Uiuiui, schnell. Und Hannover wieder. Zack, irgendwie ist der Ball da reingegangen. 2:1 für Hannover. Mann. Komisches Tor. Der Schuss. Ach, der Tor hat dann irgendwie reingeklatscht. Ball kommt.
Wir fangen wieder an. Direkter Schuss. Wir verlieren aber auch wirklich jeden Kopfball. Also wir, also die Jaros. Und das Spiel geht weiter. So, Ball kommt. Direkt zu uns. Ein weiter Pass. Sehr gut gemacht. Und die Flanke. Aber leider ist nichts passiert. Das war geklärt von Hannover. Enge Kiste. Ecke. In den Himmel hoch. Gerade so gehalten. Nicht schlecht. Der Ball kommt wieder. Uiuiui. So. Und glatt mal wieder geholt. Gut gesehen, direkt gespielt. Irgendwie war es verstolpert. Ich weiß auch nicht wieso. Ja. Die sind ja wie Artisten hier. Und eine Flanke. Der Kopf und Tor. 2:2. Wunderbar. Und das noch vor der Halbzeit. Jesus war's. Also von ganz oben. Mit göttlicher Hilfe. Der Ball reingepennert. Wunderbar. So, und Jesus schießt uns vor der Halbzeit zum Unentschieden. So, und weiter geht's. Gleich ist Halbzeit. Alles ist gut. Das Spiel beginnt wie von vorne. Wir haben den Ball gut gepasst. Und Halbzeit. 2:2. Ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich weiß, wie es weitergeht. Aber das erfahren wir ja jetzt. Jetzt von links nach rechts. Oh, ein Solo muss her. Und das war ein Foul. Aber nein. Der Schiri. Pennt mal wieder, was das Zeug hält. Ganz klasse. Angriff Hannover. Die werden aber auch nicht müde. Klären. So. Unsere Verteidigung pennt. Unser Torwart zum Glück nicht. Und oi. Haben wir noch nicht durchgekriegt. Ein super Pass. Eine super Flanke. Ein super Schuss und ein Pfosten. Das kann nicht wahr sein. Ein Schuss von uns. Nix da. Abstoß vom Goalkeeper. So. Jetzt der Ball wieder im Spiel. Nichts passiert. Ball, den haben wir. Er schießt. Und nichts passiert. Immer noch nicht. Toll. Wir müssen mal wieder 3 Punkte einfahren. Sonst sind unsere Europa League Plätze für nächste Saison irgendwann weg. Nee, wir müssen durchschießen, nicht Hannover. Uiuiui. Ist zum Glück nichts passiert. Aber der Ball ist noch irgendwie heiß. Und. Oh, Außennetz. Zum Glück. Wir werden ausgewechselt. Obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben, muss ich sagen. So. Aber der Trainer möchte uns bestimmt wieder noch schonen. Und Hannover spielt schnell auf. Und nein, und macht das 3:2. Das kann nicht wahr sein. Ich gehe kaputt. In der 66. Minute. Schnelles Spiel. Und dann einfach so drauf gepennert. Wir sind raus und die schießen ins Tor. Es liegt offensichtlich doch an uns. Also durchaus positiv gemeint. Wie könntet ihr auf einmal spielen?
heißt, wir müssen noch ein Tor machen. So. So, der Pass passt. Der Pass auch. Die Flanke direkt. Aber nein. Ein Hannoveraner war im Weg. Gespielt. Aber trotzdem immer stehen die Spieler von Hannover 96 im Weg. So. Der Ball war im Aus. 76. Minute. Wir haben Einwurf. Es läuft die Zeit irgendwie ein bisschen davon. Gut gesehen. Noch besser gesehen. Egoistisch gesehen. Nichts passiert. Glück für Hannover. Pech für uns. So, da ist wieder ein Wechsel. In unserer Reihe. Gut gesehen. Ein Schuss. Und der Ball geht ins Aus. Ecke. 7 Minuten sind es noch. Uiuiui, das kann was werden. Die Flanke kommt. Torwart faustet den Ball bloß weg. Nichts ist geklärt. Allerdings jetzt. Ja schon. Jetzt werden wir wahrscheinlich seit langem mal wieder verlieren. Wenn wir selber spielen. Was war denn das für ein Pass? Wahrscheinlich nicht nach oben gepasst, weil der Abseits war. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Letzte Möglichkeit. Oh, und er schießt dabei. Das gibt's nicht. Timo Werner. Mit dem heute nicht goldenen Fuß. Das Spiel ist vorbei. Wir verlieren 3:2 nach einem knappen Ding. Im guten Spiel. Und wir haben auch unser Tor gemacht. Aber so ist natürlich, ja, der Europacup-Plätze oder Europa-League-Plätze besser gesagt in Gefahr. Wir können jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, wenn sie angezeigt wird. Nein, es wird das Viertelfinale angezeigt als nächstes im DFB-Pokal. Aber das seht ihr alles in der nächsten Folge bei FIFA 19 mit mir, dem Jaro 85. Bis dann, macht's gut. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.